Am Samstag gab es in der Lausitz-Arena ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Turn. Dem Sportclub Cottbus Turn stand diesmal der KTV Obere Lahn gegenüber. Ich denke, das wird heute ein Wettkampf auf Augenhöhe und sehr spannend für die Zuschauer und auch für uns. Die Taktik entscheidet. Wer hier weniger Fehler macht, der wird hier die Nase vorn haben. Und unsere Jungs sind heiß motiviert. Ja, und das wollen wir versuchen, hier zu Hause auch zu zeigen. Bei der ersten Disziplin, dem Bodenturn, legten die Cottbusser ordentlich vor. Leonard Prügel machte den Start und holte gleich 3 Punkte für den SCC. Der KTV Obere Lahn zeigte auch solide Leistungen, doch am Ende hatte der Sportclub Cottbus die Nase vorn. Der Stand nach der ersten Disziplin 10:4 für Cottbus. Auf dem Pferd waren die Leistungen beider Mannschaften eher ausgeglichen. Sowohl Cottbus als auch der KTV Obere Lahn turnten solide. Am Ende holten aber Devin Voitala und Alexander Suprun wichtige Punkte und entschieden die Disziplin Pauschenpferd für den SCC. Zwischenstand 19:4 für Cottbus. An den Ringen holte der KTV Obere Lahn dann langsam auf. Arthur Daftian konnte mit seiner Leistung die Jury überzeugen und brachte der Kunstturnvereinigung 4 wichtige Punkte. Doch auch der SCC machte Punkte. Zwischenstand nach den Ringen 24:9 für Cottbus. Beim Sprung konnte der KTV Obere Lahn auch wieder wichtige Punkte holen. Wieder Arthur Daftian, wieder 4 Punkte. Alles in allem hatte der SCC aber auch in dieser Disziplin die Nase vorn. Erik Mihan holte allein mit seinem Sprung 5 Punkte. Somit stand es jetzt 33:15 für den Sportclub Cottbus. Bei der Disziplin Barren verringerten die Obere Lahner den Punkteabstand nochmal. Starke Leistung der KTV, aber auch ein grober Fehler von Christopher Josch sorgten dafür, dass die Obere Lahner diese Disziplin für sich entscheiden konnten. Stand kurz vor dem Ende 36:21 für die Cottbusser. Beim Abschwung war ich ein bisschen zu weit mit den Schultern nach hinten, konnte ich nicht halten, bin ich weggebrochen. Naja, und dann habe ich versucht, irgendwie zu retten, ist missglückt, da kann mal passieren. Am Reck holten beide Mannschaften nochmal alles aus sich raus. Die Obere Lahner und die Cottbusser begegneten sich hier auf Augenhöhe. Der letzte am Reck war Christopher Josch. Er turnte ohne Fehler, die Jury vergab hier am Ende aber doch nur einen Punkt. Wenn sie mir was nicht anerkennen, okay, kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum sie mir auf einmal 13. Penalty geben, weil ich zu lang gebraucht habe. Die ganze Zeit wird von uns gesagt, dass hier, es ist gerade nicht so schlimm, wenn wir zu lange brauchen mit dem letzten Gerät, wo uns das aus Gerät noch kostet. Also es hat nicht gekostet, wir haben einen Punkt gemacht, wir hätten aber 2 machen können. Und dann geben sie mir 3 Penalty, weil ich, also 0,3 Penalty, weil ich zu lange brauche. Das ist ein schlechter Witz. Am Ende war es ein Sieg für den Sportclub Cottbus Turn mit einem Endstand von 39:24. Auf der Tabelle liegt der Verein auf dem 6. Platz. Der nächste Gegner wird dann der TSV Monheim sein, am 19. November in der Lausitz-Arena.